Yo Fischlins, was geht ab? Ich bin zu Octocon alias Octa. Hier haben wir wieder Shira an unserer Seite. Hallo Fischis. Was wir als nächstes vorhatten war, dass wir jetzt für das Epona-Ding lernen wollen. Die Epona-Hymne. Zuerst müssen wir mit dir reden, wie ich weiß. Ab der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wer hat dir das Schloss gebaut? Was? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Achso, so lacht sie. Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona, süß, nicht wahr? Ah, okay. Ja. Und jetzt muss ich kurz, glaube ich, versuchen, Epona zu fangen, wenn es nicht funktioniert. Muss ich nochmal mit dir reden? Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Und jetzt muss ich sie markieren und... Na, warte mal, jetzt aber, glaube ich. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön, lass es uns zusammen singen. Wir müssen sie dreimal ansprechen, Fischlins, und dann markieren wir sie. Hab gerade vergessen, wie man markiert. Okay. Und nach unten. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Was? Nochmal. Nochmal. Das, was ich beim Remake am meisten feier, Fischlins, ist, dass man wirklich schnell die Hymnen spielen kann. Das geht so und fertig. Ich erinnere mich noch nie, dass ich so langsam Hymnen gespielt habe. Das war so... Ist so. Nein. Hier geht's natürlich auch schnell, aber du musst trotzdem mega präzise sein. Und bei Remake muss man halt nicht so mega präzise sein wie... Oh, Epona, bist du süß! Komm her! Nein. Komm, Epona, komm! Oh mein Gott, sie ist das süßeste Pferd, das es gibt. Ich glaube, Epona ist die teuerste Freundin, treueste Freundin, sorry. Wahrscheinlich auch die teuerste, weil die ist wirklich schnell. Die es im Zelda-Universum so gibt. Natürlich hat Link viele Freundinnen, gute Freundinnen, aber ich glaube nicht, dass sie so mega loyal sind wie... Diese Viecher müssen mich unbedingt einmal erwischen. Ich glaube, das ist schon ein Ding bei mir, ein Tick. Ich wünschte, ich wäre schneller, Fischlins. Anscheinend, wenn man älter ist, kann man den hier machen. Oh, das funktioniert auch als Kind. Sieht so blöd aus. Aber funktioniert so zügig. Wartet, Fischlins, jetzt in die Seite. Okay, nett. Na, wie dreht man hier nochmal die Cam? Achso, okay. Immer das gleiche mit L2, Fischlins. Das ist schon immer so gewesen. Und hier müssen wir Folgendes machen. Hör mal auf herumzuspringen, kleiner Junge. So.
Junge, hör mal auf damit. Der Junge macht mich wahnsinnig. Perfekt. Ich müsste jetzt nach hinten gehen können, Fischlins. Ja. Junge, wieso kann man dich nicht sehen? So, wenn wir jetzt das nach hinten ziehen, Fischlins, gibt's eine fette Überraschung da hinten. Perfecto grande. Schauen wir jetzt mal, wie viele Herzen wir haben und wie viele wir noch sammeln müssen. Okay. Wir brauchen noch 3 Teile. Herze gibt es die Santa Mem. Oh mein Gott, ich habe fast den Fischlins gesagt. In Ocarina of Time. Einige werden wir noch finden. Andere können wir erst finden, wenn wir älter sind. Also ist es dann Shiras Metier. Ich lasse auch ein paar Sachen, Bohnen irgendwo liegen, damit sie, wenn sie älter ist, dann dort drauf kann und einfach zu den Dingern gelangen kann. Wie ich weiß, weiß Shira nicht wie ich, wo die meisten der Herzteile ist. Das, der Grund dafür ist, dass Shira, wie gesagt, meistens nur sich um die Story kümmert bei den meisten Spielen. Und obwohl sie eine sehr große Bindung zu Ocarina of Time hat, und zwar eine sehr viel größere als ich, Fischlins, weiß sie leider nicht, wo alle Herzteile sind, aber das werden wir ihr dann noch zeigen, zusammen. Und Shira wird zum ersten Mal eine Nebenquest dann erfüllen. Eines der lustigsten Nebenquests, die ich jemals in Zelda gemacht habe. Und das geht leider nur, wenn man älter ist. Und man lernt auch viele neue Gesichter kennen. Erstmal holen wir uns die erste Flasche. Muss ich lesen? Hey, das ist das nicht der Junge aus den Wäldern? Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis sich mal unberückt hat, weißt du? Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes, nur wie wär's, wenn wir dann ein kleines Spielchen spielen? Hm? Aber bezahlen musst du. Die 3 Hühner? Hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus dem anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützliches belohnen. Aber du musst bezahlen für das Spielchen. Alles klar? Okay, Fischlins, der eine ist das hier, da bin ich mir absolut sicher. Der zweite ist hier irgendwo. Und ich bin mir absolut sicher, dass du es bist. Nicht? Alter, komm schon, nimm einen. Okay, das ist der zweite. Blöd ist nur, wo ist der dritte? Bist du vielleicht der dritte? Komm her. Ja! Wow, unglaublich, du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Hey Junge, bla bla. War doch nur Spaß. Ah, er hat mich gefragt, ob ich Marlon heiraten möchte. Da habe ich immer ja gesagt, weil ich Marlon wirklich hübsch finde und ich dachte mir, ja, in der Zukunft, warum nicht? Oh, hier, nimm diese Flasche, roll nur Milch an dich. Hast du die Flasche gehört? Kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen eine geringere Entgelt auffüllen lassen. So, wir haben nun unsere erste Flasche und eine Menge Lohnmilch darin. Die können wir zweimal benutzen, Fischlins. Das heißt, wir können uns zweimal vor dem Tod retten. Aber wenn wir die Flasche wirklich dringend nötig haben, können wir das einfach austrinken und ja, den Inhalt beziehungsweise den inhaltslosen
Die inhaltslose Flasche behalten wir uns dann. Artikel Fail of Doom, by the way. So, holen wir uns die zweite Flasche, oder? Ja. Dafür müssen wir zu Kakariko. Und ja, Fun Fact, das ist die einzige Nebenquest, die She-Ra gemacht hat, glaube ich. Welches? Das mit den Hühnern. Die mit der Maske habe ich auch gemacht. Mit was? Maske. Alle? Nein, nur diese Fuchsmaske. Ah, okay, das mache ich dann auch, damit ihr seht, was ihr da alles machen müsst, Fischlins. Ich weiß zwar nicht, was es bringt einen, aber ich mache sie gern, weil es ja Nebenquests sind. Ich habe mich gerade wirklich richtig bepisst, weil der plötzlich aufgetaucht ist. Gleichzeitig holen wir uns auch vom Friedhof das Lied, um die Nacht wieder zum Tag zu machen, sorry. Weil ich echt keine Lust habe, ständig herumzurollen, bis wieder Tag ist. Der Junge tut mir mega leid. Wisst ihr, was ich komisch finde? Dieser blaue Huhn gehört ja ihm. Ich bin dann in die Vergangenheit gereist mit dem Huhn, hab's ihm gezeigt und es hat überhaupt keine Wirkung auf ihn gehabt. Das finde ich komisch, weil es in der Zukunft eine Mega-Wirkung auf ihn hat. Er ist sogar komplett verwirrt, dass es dir einen anderen aussehen vertraut. Aber ich greife mal wieder vor, glaube ich, weil ich mega gespannt bin wegen Zelda. Ich liebe Zelda wirklich über alles. Und das ist auch das einzige Spiel, das mit Monster Hunter bei mir konkurriert, weil ich Monster Hunter so sehr liebe. Und das einzige Spiel, das ich wahrscheinlich mehr liebe als Monster Hunter, also die zwei einzigen Spiele, wo ich wirklich riesig Fan bin, sind Zelda und Monster Hunter. Meine Fischlins wissen das sowieso wahrscheinlich alle. Aber jetzt haben die Fische es auch davon erfahren. Ja. Ich rede lang, wenn der Tag lang ist. Deswegen überlassen Arlon und She-Ra mir auch oft diese ganzen Begrüßungen bei Events und so weiter, weil ich schwätze einfach gern, wisst ihr? Gut, dass ich mich daran erinnert habe, Fischlins. Ich hatte es vergessen eigentlich. Was? Versuchen wir es nochmal. So. Wow, die hübschen blauen Augen von Murat. Ist Link jetzt gestorben oder ist Yamcha jetzt gestorben? So, wir springen dann mal rein, Fischlins. Dann kann ich auch ein paar Sachen zeigen, die man beim Nebenquesten erfährt. Das sollte Link jetzt nicht wissen, She-Ra. Weil, wie gesagt, sie nebenquestet nicht gern. Einige Sachen lernt man aber in Nebenquests. Weil man einfach zu viel Zeit hat, Sachen auszuprobieren, wisst ihr? Okay. Die machen mich fertig. Warum machst du mich? Ah ja, stimmt. Das erkläre. So.